Hallo Leute, pünktlich mit 35 gehen die Rückenbeschwerden los. Ich leide jetzt ein bisschen vor mir hin, habe jetzt aber einen guten Bekannten gefragt, der wiederum jemanden kennt, der mich jetzt gleich noch behandelt. Da werde ich gleich noch hinfahren und dann wird es wahrscheinlich eine Spritze geben. Also bei mir ist der Rückenstrecker sowas von dicht, dass ich kann mir nicht mal Socken alleine anziehen. Und ja, ansonsten habe ich aber was sehr Schönes vorbereitet, das werdet ihr auch heute Nachmittag sehen. Und ansonsten wünsche ich euch erstmal noch einen schönen Sonntag und genießt die Sonne. So Freunde, Physio ist erfolgreich erledigt und ich bin so dankbar, dass das so spontan geklappt hat. Wie gesagt, Rückenstrecker komplett dicht. Der dachte gerade, naja, dass du noch laufen kannst. Chapeau. Aber das ist jetzt zum Glück alles nicht mehr da. Ja, bisschen Muskelkater logischerweise. Und jetzt freue ich mich. Habe ich wieder ein Grinsen im Gesicht. Jetzt fühle ich mich wieder wie 30, Leute. Ne? Das ist auch wieder ein junger Hüpfer. Ciao bella e bello, mi chiamo Gustavo. Ich bin heute euer kleiner italienischer Koch. Ihr wisst ja, in mir schlummert so ein kleiner Italiener. Und ich habe Post bekommen, nämlich von Fratelli Carli. Paket Nummer 1 und Paket Nummer 2. Da sind viele tolle Sachen drin, die werde ich euch jetzt gleich zeigen. Leute, ich stehe ja so ein bisschen auf diesen ganzen italienischen Schnickschnack, was du hier bei uns einfach gar nicht bekommst. Deshalb habe ich mich für Fratelli Carli entschieden. Gibt es seit über 110 Jahren. Ist gefühlt, hat das jede italienische Familie zu Hause. Und die machen von Olivenöl über Wein, über Antipasti, alles selber. Und das stelle ich euch jetzt in beiden Boxen vor. So, ich habe noch nicht reingeguckt, aber hier ist die Überraschung. Wie gesagt, hier Oliven, Tomaten, Nudeln, Olivenöl, Balsamico. Wir haben hier wirklich alles mit dabei. Und wie gesagt, ich habe das Öl einmal in Italien probiert und seitdem stehe ich auf dieses Öl und jetzt habe ich es endlich zu Hause. Jetzt werden wir uns was Schönes daraus kochen. Jetzt fallen mir natürlich spontan 378 Milliarden Gerichte ein, die ich damit gerne kochen möchte. Aber ich möchte etwas, wo das Olivenöl so richtig schön rauskommt. Und deshalb entscheide ich mich beim Olivenöl auf jeden Fall für ein leckeres Bruschetta. Und da wir leckere Nudeln mit dabei haben und haben halt, wie gesagt, hier auch noch so ein geiles Pesto. Und haben auch diese geilen Tomaten hier. Schatzi, was sagst du zu Spaghetti mit? Scampi. Okay. Ja, na, dann machen wir das jetzt. Ihr habt es gerade schon gehört, es gibt heute Spaghetti mit Scampis. Und wer das Rezept genau sehen möchte, der sollte jetzt in mein Reels reingucken, weil da ist es nämlich schon online. Und falls ich euch jetzt schon in den Geschmack gebracht habe, beziehungsweise ihr jetzt Bock habt, selber mitzukochen, dann habe ich hier noch einen Rabattcode, nämlich Gustav20 und ihr bekommt 20% Rabatt auf eure Bestellung bei Fratelli Carli.